Ja, wenige Minuten ist es her, da haben Barack Obama, Angela Merkel und Klaus Wowereit wenige Meter hinter uns am Brandenburger Tor gesprochen. Herzlichen Dank, dass Sie gleich zu uns gekommen sind. Ich muss als erstes fragen, wie ist so eine persönliche Begegnung mit Barack Obama? Ja, es war ein Wiedersehen. Ja. Er war ja 2008 da, damals noch als Kandidat und hat an der Siegessäule gesprochen. 200.000 Leute waren da, war eine andere Atmosphäre. Die Erwartungshaltung war riesig gewesen, war fast wie so eine Messe. Und deshalb wieder jemanden zu treffen nach dann doch so langer Zeit, ist dann aber auch wieder etwas, was vertraut ist. Und er ist ja natürlich eine herausragende Persönlichkeit. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Aussagen über Barack Obama. Die einen sagen, ja, das ist ein Menschenfänger, der kann mit jedem. Andere sagen, der ist eher zurückhaltend, verletzlich, der lässt keinen so schnell an sich ran. Wie haben Sie ihn erlebt? Offen. Das kennen wir aber per se ja von Amerikanern, die doch sehr offen sind, auch bei ersten Kontakten. Und er hat ja eine Botschaft. Er hat bewusst ja Berlin auch gewählt für seine Botschaften, die er in die ganze Welt senden wollte. Das hat er auch, finde ich, sehr geschickt gemacht und sehr nachdrücklich. Ja, im Mittelpunkt steht ja die Abrüstungsinitiative des US-Präsidenten. Er schlägt vor, die strategischen Atomwaffen um ein Drittel zu reduzieren. Das ist natürlich schön für den regierenden Bürgermeister einer Stadt, wenn plötzlich eine Abrüstungsinitiative mit der Stadt Berlin verbunden wird. Ja, ich glaube, er hat aus der Geschichte eben die richtigen Lehren auch gezogen. Gerade das Beispiel Berlins und in dem Fall der Mauer zeigt ja, dass Dinge, die erstmal sehr unwahrscheinlich scheinen, doch Wirklichkeit werden können, wenn man beharrlich ist, wenn natürlich eine Bürgerrechtsbewegung entsteht. Und ich glaube, dieses Beispiel sieht er auch als stilbildend für andere Regionen in dieser Welt, die leider noch unter Teilung unter Mauern leiden. Und es ist ja nicht nur so, dass noch alte Mauern stehen, sondern es werden auch neue gerade wieder aufgebaut. Wenn wir in die Türkei schauen beispielsweise, nach Istanbul, was sich dort zurzeit abspielt, oder natürlich, wenn wir an Gesetzgebung in Russland denken, wo Homosexuelle verfolgt werden, nur wenn sie das Wort schon in den Mund nehmen und dafür in Gefängnis gehen können. Das ist furchtbar. Also es werden auch täglich auf der Welt auch wieder neue Mauern aufgebaut. Das hat sich ja durch alle Reden, besonders natürlich durch die Rede von Barack Obama gezogen. Das Brandenburger Tor ist weltweit das Symbol für Freiheit und Einigungswillen und Freiheitswillen eines Volkes. Wir haben gerade mit unserer US-amerikanischen Kollegin darüber gesprochen. Das ist das, was Deutschland und Amerika verbindet. Aber wir haben es uns angewöhnt, in letzter Zeit auch relativ häufig über das zu reden, was uns trennt. Ja, unter Freunden muss man auch mal Tacheles reden können. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und wenn es denn konstruktiv gemeint ist. Und ich glaube, wenn wichtige Fragen, wie ist unsere zivile Sicherheit, wie werden wir heute als Bürger geschützt in unseren bürgerlichen Rechten, wie ist es mit Datenschutz? Das waren lange Debatten, die haben wir ja geführt. Und heute über die neuen Techniken sind wir fassungslos, wie schnell wir zum transparenten Menschen werden können. Und dies weltweit, da sind Entwicklung im Gang, und zwar mit einer Geschwindigkeit. Da muss man auch wirklich mit Freunden auch reden. Wie geht das? Wie kann man sich schützen? Isoliert geht das ja nicht. Das ist eine weltweite Diskussion und die muss dann auch geführt werden. Waren Sie jetzt zufrieden mit der Art und Weise, wie Angela Merkel das angesprochen hat? Zumindest in der Pressekonferenz, bei den Gesprächen waren wir nun ja beide nicht dabei, aber in der Pressekonferenz von Angela Merkel hat das eine große Rolle gespielt und der US-Präsident hat auch die US-Haltung zu NSA, zum Prison-Programm sehr stark verteidigen müssen. Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung war da sehr groß. Das hat sie aufgegriffen. Aber ich habe auch im privaten Gespräch mit Obama den Eindruck gehabt, dass ihm das ganz bewusst ist, dass das eine ernste Angelegenheit ist, dass es so sicherlich auch nicht weitergehen kann. Da muss entweder mehr Aufklärung passieren, was tatsächlich passiert. Wenn da etwas falsch dargestellt wird, dann müssen die Amerikaner diese Transparenz auch zeigen. Transparenz in dem Zusammenhang ist natürlich ein gewagtes Wort, aber doch dann offiziell und auch offensiv erklären, was wurde da gemacht und vor allen Dingen, was ist für die Zukunft nötig. Er hat es ja verteidigt auch mit der Sicherheit der Menschen und das ist ein hohes Gut. Und wenn da so viele Anschläge verhindert worden sind, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, dann muss man das natürlich mit abwägen. Also das ist noch ein Prozess, der läuft noch.
Ja, kehren wir nochmal zurück zu Ihren gemeinsamen Momenten hier in Berlin. Barack Obama hat sich in das goldene Buch der Stadt eingetragen. Was hat er denn reingeschrieben? Sein Namen. Er hat kein Gruß, kein Satz. Er hat ja den Vorteil, dass er schon sich ins Gästebuch der Stadt eingetragen hat, 2008. Also diese Zeremonie, die ist ihm vertraut. Jetzt als natürlich Präsident kommt er ins goldene Buch. Damals als Kandidat war nur im Gästebuch. Jetzt haben wir zweimal Barack Obama in unseren Büchern der Stadt. Ja. Ich habe es angesprochen, vor wenigen Minuten haben Sie neben Angela Merkel und Barack Obama am Brandenburger Tor gesprochen und da schauen wir jetzt Ausschnitte davon gemeinsam an. Herzlich willkommen in Deutschland, herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen am Brandenburger Tor, dem Wahrzeichen unserer Stadt. Einst stand an diesem Ort die Mauer, die Berlin und die Welt auf brutale Weise teilte. Heute ist das Brandenburger Tor offen. Es ist das Symbol dafür, dass das Unmögliche wahr werden kann, dass Diktatur und Unfreiheit überwindbar sind. Wenn die Menschen ihre Ängste überwinden, wenn sie den Mut zum Wandel haben und wenn sie auf ihrem Weg von Freunden begleitet werden. Dankbar erinnern sich die Berlinerinnen und Berliner, wie uns die Amerikaner nach dem Krieg die Hand gereicht haben. Wir denken an die Luftbrücke, dieses einzigartige Bekenntnis der westlichen Allianz zu dieser Stadt. Ich begrüße besonders herzlich Gail Halvorsen, den legendären Rosinenbomber-Piloten. Er und seine Kameraden haben die Lebensfähigkeit der Stadt sichergestellt. Herzlich willkommen, Gail, erst ein Freund Berlins. Heute sind es Einrichtungen wie die Amerika-Gedenkbibliothek, die John F. Kennedy-Schule, ja, und die American Academy. Sie bauen stabile Brücken über den Atlantik. Und es kommt darauf an, dass viele junge Menschen sie nutzen, denn sie sind es, die unsere Zukunft gestalten werden. Ihr Besuch, Herr Präsident, erinnert uns an die bewegende Geschichte unserer Freundschaft mit dem amerikanischen Volk. Wir denken an den Besuch von John F. Kennedy vor bald 50 Jahren am 26. Juni 1963. Nach dem Mauerbau stand die Stadt noch unter Schock. Der Besuch des amerikanischen Präsidenten war ein starkes Zeichen der unverbrüchlichen Solidarität mit den Berlinerinnen und Berlinern. John F. Kennedy gab den Menschen Hoffnung, als er ihnen den unvergesslichen Satz zurief: Ich bin ein Berliner. Klaus Wowereit, das ist ja eine Gelegenheit, so eine Rede. Was war Ihnen besonders wichtig, in dieser Rede anzusprechen? Ja, wirklich diese Tradition, die hier amerikanische Präsidenten auch immer gesetzt haben. Und wirklich, nächste Woche haben wir das Jubiläum mit der Kennedy-Rede. Das war ja nicht nur eine Rede und es war nicht nur eine Geste an die Berlinerinnen und Berliner zu sagen, ich bin ein Berliner, sondern das war in einer Zeit, wo wirklich die Depression vorherrschte, wo Menschen aus dieser Stadt rausgingen, wo Unternehmen ihre Sitze verlagert haben nach München, nach Düsseldorf oder sonst wohin, weil sie keine Perspektive mehr sahen für diese Stadt, wo es wirklich eine echte Bedrohung gab und die Menschen empfanden das auch so. Und sie fühlten sich alleingelassen. Und deshalb war es ganz wichtig, auch daran zu erinnern und natürlich deutlich zu machen, ja, das ist ein Beispiel für die Geschichte und dazu steht diese Stadt auch. Und wir machen aktive Gedenkarbeit. Deshalb war es auch gut, dass ja seine Frau und seine Töchter heute vor allen Dingen auch Gedenkstätten besucht haben. Also diese aktive Auseinandersetzung auch mit den dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte hier beim Holocaust-Mahnmal, das zu besuchen, aber natürlich auch mit der DDR-Diktatur sich auseinanderzusetzen. Das ist ja ein ganz erstaunliches Partnerprogramm, wie das inzwischen heißt. Früher war man es gewohnt, dass die Gattinnen von Staatsoberhäuptern da mal kurz durch das KDW geschleuft wurden und dann sich Gucci-Taschen gekauft haben. Das, was Michelle Obama hier gemacht haben, das sind ja eigentlich typische
Akte, die ansonsten auch Staatsoberhäupter machen. Also der Besuch auf dem Stelenfeld, das wir hinter uns haben, die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, der Besuch an der Mauergedenkstätte, die Auseinandersetzung mit dem Kampf der Berliner gegen die Freiheit. Das ist ja ein ganz enorm politisches Programm, was Michelle Obama und ihre Töchter da machen. Ja, aber das verwundert einen auch nicht, weil sie ist eine eigenständige Frau. Sie ist eine politisch denkende Frau. Und dementsprechend könnte man mit ihr ein sogenanntes klassisches Damenprogramm auch überhaupt gar nicht machen. Und nicht nur mit ihr, sondern mit vielen selbstbewussten Frauen, mit dem Gatten, und Männern. Der Bundeskanzlerin könnte man es auch. Männer und Frauen, machen, natürlich. Oder? Naja, ist auch eine wunderbare Entwicklung. Und das gibt nochmal Einblicke, die vielleicht sonst im Rahmen dieses Besuchs, das ist ja ein kleiner Besuch, ist ja nicht ein großer Staatsbesuch, der jetzt über mehrere Tage geht, sondern praktisch hier 24 Stunden. Eine gute Ergänzung, und ich bin sicher, dass sie mit ihrem Mann darüber sprechen wird. Ja. Als Präsident Reagan, als Präsident Kennedy in Berlin waren, da war diese Stadt auf die Unterstützung dieser Präsidenten angewiesen. Die Freiheit wäre ohne diese Präsidenten nicht möglich gewesen. Jetzt hat sich die Stadt, die Situation rund um Berlin normalisiert. Mhm. Hat sich damit auch die Bedeutung eines Besuches eines US-Präsidenten normalisiert? Na, Gott sei Dank sind wir in Freiheit und die Mauer steht hier nicht mehr. Das hatte damals immer noch eine andere Bedeutung, als das heute hat. Das ist ohne Frage so. Aber das Wichtige ist ja, dass im Rahmen der deutsch-amerikanischen Freundschaft, das sich trägt über Generationen. Es waren Zeiten, wo viele Amerikaner in der Stadt waren. Soldaten, Offiziere, andere, die hier natürlich herkamen, weil sie entweder hergeschickt worden sind oder selbst die Entscheidung getroffen haben. Die sind abgezogen und damit hat sich die Präsenz auch verringert. Aber wir haben viele Institutionen. Die Kennedy-Schule ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass das in den nächsten Generationen weitergetragen wird. Hat man in dem Beitrag auch gehört, nirgends so viel Beifall wie für die Kennedy-Schule. Genau. Die waren mit 500 Schülern am Brandenburger Tor. Schönes Beispiel für die deutsch-amerikanische gelebte Partnerschaft. Da ist mehr eben, Gott sei Dank, auch vorhanden. An Brücken, Bauern und Frauen, die das jeden Tag machen. Und mit einer wirklich festen Botschaft, nämlich, dass damit diese Freundschaft auch in der Tat eine Garantie dafür ist, dass Frieden auf der ganzen Welt herrscht. Und das muss es ja sein. Soll ja nicht nur etwas Bilaterales sein, sondern es soll auch natürlich immer eine Stabilität geben für andere. Herzlichen Dank, dass Sie so kurz nach Ihrer Rede am Pariser Platz zu uns gekommen sind.